zeigen Solidarität mit der ukrainischen Stadt Rivne, mit der wir verbunden sind, als Solidaritätsstadt. Wir helfen, wir unterstützen und wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Ukraine diesen schrecklichen Krieg auch gewinnen kann. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass Veres Rivne auch in Essen schon gespielt hat, gegen unseren Verein Rot-Weiß Essen. Und es hat einen guten Anlass gegeben, Menschen zusammenzubringen, vielleicht auch ein bisschen abzuschalten vom Krieg, von den schrecklichen Bildern und Erlebnissen. Denn Fußball hat eine große Kraft. Und dieses wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass wir Kraft tanken können für die schrecklichen Ereignisse, die es immer wieder gibt. Und der Sport kann verbinden, der kann so viel und auch Wunden heilen. Und deshalb bin ich gerne auch hier heute im Stadion. Ich habe ein Spiel gesehen. Sie spielen in der ersten Liga. Das ist sehr beeindruckend. Das ist da, wo wir selber doch hinwollen mit Rot-Weiß Essen. Es ist vor allen Dingen eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft. Und es ist ein guter Geist, der getragen wird. Und die ganze Stadt Rivne steht hinter dem Verein. Ich wünsche mir natürlich, dass Rot-Weiß Essen auch in Rivne spielen wird. Dass wir die Mannschaften, die jetzt in Deutschland gespielt haben, irgendwann auch in einer freien, in einer wiedervereinigten Ukraine spielen werden. Und auf diesen Tag setzen wir.